Hallo, grüezi. Ja, schön, dass Sie da sind. Wird das eine richtige Homestory über mich? Über mich. Na, dann mal rein in die gute Stube. Ja, es ist alles frisch renoviert, also ich muss erst mal wieder ausräumen. Morgen hilft mir denn Linus, mein Betreuer. Ich leg mal die Trommel ab. Schauen Sie sich ruhig um. Einer meiner Spezialitäten. Ja, greifen Sie nur zu. Bitte. Noch besser sind Sie übrigens flambiert. Flambiert. Oh. Oh. Vorsicht. Und das ist übrigens Kater Knut, mein Mitbewohner. Freundlich, aber sagt nichts. Das mag ich. Ja, also, ich bin der Martin, 48 Jahre alt und schon seit 8 Jahren hier in der Comviva. Mir gefällt es richtig gut hier. Auch nette Mitbewohner im Haus. Nur die Steffi von nebenan, die nervt. Wegen meiner vielen Schuhe draußen. Mischt sich ein. Mischt sich ständig ein. Ständig. Ah, eine meiner Erfindungen. Erst ein Tetrapack, jetzt ein Vogelhaus. Genial, nicht? Ja, eigentlich bin ich ja Erfinder. Und bis das klappt, helfe ich im Laden in Geis. Ist ein guter Job. Aber manchmal gibt's Zoff. Heute schon wieder. Ich hatte was vergessen. Worum ging's da schon wieder? Und gleich wieder so ein Zusammenschiss. Verstehe ich nicht. Hau ab, Steffi! Steffi, ich brauche meine Schuhe. Alle, ja? Hau ab! Sehen Sie? Die möchte ich nicht geschenkt haben. Aber eine Freundin wäre schon gut. Vielleicht schaut ja eine zu. Also, ich bin noch zu haben. Das spiele ich bei der Guggenmusik in Geis. Wenn ich falsch bin, geht das alles auseinander. Aber ich krieg das hin. Echt schön hier in Geis. Wenn unten Nebel ist, haben wir oft Sonne. Meistens sehen wir auch den Alpstein. Echt schön hier. Und viel Sonne. Tut wirklich gut, das sage ich euch. Ja. Ja, ich wohne gern allein hier. Und ich habe ja Betreuer, die rufe ich sonst an, wenn was ist. Und dann kommen die auch. Sogar nachts. Ist ein bisschen wie Familie. Wir besprechen immer alles. Naja, manchmal fast zu viel, aber nein, das ist schon okay. Wenn wir zusammen kochen, bringe ich immer meine Spieße. Und ich schäle Kartoffeln. Das kann keiner schneller als ich. Ich habe übrigens gehört, dass bald wieder eine Wohnung frei wird. Hm? Oh. Ah, mein Wecker. Ich muss los. Der Tagesplan. Ich muss in 10 Minuten im Garten helfen. Sonst gibt's Ärger. Also, ja, schaut euch ruhig noch ein bisschen um.
Und vielleicht bis bald im Geis. Als neue Nachbarn. Wer weiß. Macht's gut!